So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, ne? Erstmal einen Adi beobachten, was er schon wieder macht. Ah, weggerutscht. Ah, und aufgegessen, fertig. Wir haben heute Currywurst für euch am Start. Aber nicht diese, denn diese müsstet ihr eigentlich schon kennen. Das ist nämlich hier die Currywurst, anders als du denkst, von Busse oder wie das heißen soll. Vielleicht heißt es auch Beweise, weil das zweite ist ein W. BWSSE, Beweise, ne? Man kann, wenn man es komisch ausspricht, ist das bestimmt so. Currywurst, Rostbratwurst in würziger Barbecue-Currysoße. Currywurst, anders als du denkst, haben wir schon mal getestet. Es gab dann dazu irgendwie noch eine andere, die haben wir auch getestet. Das war die Smoky Barbecue Currywurst. Und jetzt habe ich was gefunden, auch wieder im Netto. Das ist die hier, nämlich auch von Beweise. Ne, von Busse oder wie das, wie gesagt, so wie das auch immer heißt. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Ich glaube, die werde ich mir trotzdem warm machen. Diese und diese auch gleich dazu. Diese nicht, weil das sind zwei. Das werden insgesamt drei. Drei ist ungerade und zu viel. Also das würde ich natürlich schaffen, ne? Ich bin ja ein großer Junge, aber trotzdem auf der anderen Seite weiß ich gar nicht, wieso ich schon wieder zwei Packungen habe. Eine habe ich für die Mama mitgebracht. Die hat ihre schon gegessen. Ach, ich glaube, eine Packung ist noch für Pupsi. Wie konnte ich die denn vergessen, Adi? Du hast wieder auch nichts gesagt. So, packen wir mal eine weg. Lassen wir mal eine da. Was ist das jetzt? Das ist die Beweise Gyros Bratwurst von Busse. Auch wieder hier, anders als du denkst, mit einer griechischen Flagge, Fahne, was auch immer, in Tzatziki-Soße mit Zwiebeln und Knobi. Jetzt habe ich leider schon gesehen, wie das aussieht, als die Mama das gegessen hat. Denn ihr habt hier einfach so eine richtig verbrannte, verschmorte, harte, krustige, schmierige, gammelige Bratwurst im Ganzen als, ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr böse und dunkel und heftig aus mit einem ganzen Tzatziki-Klumpen im Hintergrund. Jetzt weiß ich schon, wenn ihr die aufmacht, das sind alles kleine Stücken. Das ist alles schön klein säuberlich zerteilt. Das sieht eigentlich aus wie eine Bockwurst in Scheiben. Während hier das also richtig heftig und dunkel und krustig und böse und dämonisch aussieht. Trotzdem geht's ja eigentlich um den Geschmack und nicht um das Aussehen. Und dadurch, dass sie jetzt nicht in so Curry-Tomatensoße ist, sondern in Tzatziki-Soße mit Zwiebeln und Knobi, bin ich mal ganz besonders gespannt. Wir werden das jetzt hier unten, das müsst ihr immer hier abziehen. Meistens ist hier immer ein Tütchen drin mit Currypulver, weil das ja aber keine Currywurst ist, ist da auch kein Curry mit drin. Deswegen habt ihr hier nur den Spießer, wo ihr natürlich nicht unten, sondern oben Löcher reinstecht. Das ist wichtig, das müsst ihr machen, bevor ihr das in die Mikrowelle packt. Macht ihr den hier. Ja, und irgendwie funktioniert das nicht mit dieser Gabel. Da haben wir vorbereitet, wir haben nämlich hier eine richtige Gabel, ne? Das ist sowieso komisch. Warum ist da so eine Gabel dabei? Wenn ihr jetzt unterwegs seid und sagt, oh, Mensch, habe ich Hunger, aber jetzt habe ich keine Gabel dabei. Ach, da ist ja eine drunter. Wer ist das denn bitteschön kalt? Also damit Löcher reinspießen geht auf jeden Fall nicht. Vielleicht ist das zum Kaltverzehr geeignet. Ich weiß es nicht. Wir hätten es mal aufmachen können, mal eins so probieren. Serviervorschlag, genau. Serviervorschlag, es sind alles einzelne Scheiben. Serviervorschlag, mach's halt wieder als Ganzes. Am besten ihr nehmt Nadel und Faden und näht die Wurst wieder zusammen oder ihr legt die Wurst so hin und dann habe ich keine Ahnung. Deswegen packe ich das jetzt erstmal in die Mikrowelle. Wir gucken uns das mal an, wenn es fertig ist. Den schmeiße ich direkt weg, damit kann ich nichts anfangen. Ja, komisches Imbiss-Feeling. Wir haben unsere heftige Gabel. Wir stechen nochmal zwei, drei Löcher mehr rein. Das ist wichtig. Wir können hier schon mal probieren. Schmeckt auf jeden Fall kräftig, heftig nach Konservierungsstoffen, genauso möchte ich das. Wir packen aber die andere hier, die Currywurst, anders als du denkst, auch mal mit aus. Na gut, hier ist auch kein Currypulver drin, aber ein Holzspießer. Und der Holzspießer, der verbiegt sich wenigstens nicht. Mit dem Holzspießer könnt ihr sogar Löcher reinstechen, stechen, glaube ich.
Ja, guckt euch das an. Das ist deutsches Handwerk, ne? Keine Ahnung. Schmeiße ich aber auch weg. Ich habe ja meine heftige Gabel. Jetzt mache ich erstmal beide warm. Guckt dann mal, welche besser schmeckt. Normale Currywurst oder Gyros Bratwurst? Bratwussi Heck, wer das noch kennt. So, wer das nicht kennt, Bratwussi Heck, Stefan Raab hat damals mal so eine... die Wurst ist übrigens fertig. Wir machen jetzt mal zuerst die normale Currywurst auf. Stefan Raab, wer den noch kennt, ne, der hat damals mal vorgestellt, die schlechteste Speisekarte der Welt, weil da so viel Rechtschreibfehler drauf waren, so viele Wörter falsch und da hieß einfach Bratwurst, nicht Bratwurst, sondern Bratwussi Heck und ja, das ist halt so gewesen. Oder ich kann mich nicht an mehr erinnern, tut mir leid, ist schon so lange her. Ah, die schlägt das Papier ab. Wir haben jetzt hier normal Currywurst. Anders als du denkst. Wir nehmen eine Gabel. Wir probieren das jetzt einmal hier ungefähr so. Ist eine Bratwurst. Ja, mit einer. Steht nicht mehr drauf. Wenn ich es rumdrehe, fällt alles raus. Mit einer Currysoße. Ihr habt da jetzt keinen Pulver extra dabei. Weil die Soße an sich schon eine leichte Currynote hat, aber scharf ist das halt jetzt leider nicht. Ne? Also wer was Scharfes sucht, der sollte sich trotzdem vielleicht an Curry King extra scharf wenden. Da geht auf jeden Fall mehr. Jetzt haben wir hier. Ja. Ist okay, kann man mal essen. Schmeckt halt normal wie eine Currywurst, ist jetzt trotzdem nichts Besonderes, finde ich. Ich weiß nicht, was ich damals gesagt habe. So wie ich drauf bin, habe ich bestimmt gesagt, die beste Currywurst der Welt, vergesst Curry King, kauft euch Currywurst anders als du denkst. Dann habe ich gesehen, die haben mir die 10 Millionen gar nicht überwiesen. Deswegen musste ich das dann wieder revidieren und sagen, Finger weg von anders als du denkst, das ist nix, da geht nix. Ich glaube, der Adi ist interessiert. Das ist nämlich jetzt... die Gyros-Bratwurst, also nicht das, sondern das ist die Gyros-Bratwurst, nochmal. Das ist die Gyros-Bratwurst von dem schönen von dem schön weißen Tzatziki ist irgendwie nichts mehr da. Ihr habt jetzt hier nur so verklebte Leimreste mit Bockwurst. Also, wie kann bitteschön vorne drauf das so heftig aussehen und hier habt ihr einfach nur, sieht aus wie Wiener Würstchen. Da bin ich schon etwas enttäuscht, wenn ich das sehe. Ich habe da jetzt wirklich so eine richtig dunkle, krasse, krosse Wurst erwartet. Und hier, ja, so wie eine Würstchen für die Kinders, ne? Hier machen wir noch ein bisschen Sand rein mit Wasser drauf. Das sieht gut aus, schmeckt auf jeden Fall jedem. Wir tunken trotzdem mal hier ein. Sieht sogar jetzt weißer aus als in der Packung. Ihr müsst das also, wenn ihr es rausnehmt, wird das heller, ne? Probieren wir also mal das Bratwussi Heck mit Knobi. Ich glaube, das hätte insgesamt alles trotzdem noch ein bisschen länger drin sein können. Ist jetzt alles nicht, ist ein Unterschied, ob ihr halt eine Packung macht oder zwei gleichzeitig. Dann verteilt sich die Wärme so doof, dass gar nichts warm wird. Diese Tzatziki-Knobi-Note ist auf jeden Fall da, ist auch nicht so aufdringlich, ist sehr leicht, sag mal. Mir fehlen aber, ich glaube wirklich, als das vorhin kalt war, das war so kräftig vom Geschmack und jetzt, wo das so ein bisschen lauwarm ist, lässt der Geschmack ein bisschen nach. Vielleicht sollte man das doch kalt essen und deswegen auch die Gabel dabei für unterwegs. Ich habe aber eine Idee, was wir jetzt noch machen können damit, um den Test komplett abzuschließen, ne, melde ich mich gleich zurück. Und zwar habe ich hier diese Schüssel, wo ich immer meine Peperonen reinpacke. Und da können wir jetzt einfach und schnell mal die Currywurst reinpacken. Anders als du denkst, packen wir die jetzt hier rein. Dann können wir natürlich die Gyros-Bratwurst oben drauf packen. Ungefähr so. Das gibt ein Heidenfest, ich sage es euch.
Am besten nehmt ihr euch da noch so eine schöne, am besten Sriracha-Soße, vielleicht von Flying Goose Original oder diese billig nachgemachte. Habt jetzt hier so einen Humpen, macht da ein bisschen Soße drauf. So, dann könnt ihr das alles rummatschen. Dann müsst ihr euch nicht mehr entscheiden. Nehmt ihr die griechische Variante, nehmt ihr die Originalvariante. Ihr nehmt einfach alles komplett, wie beim Döner, alles komplett. Akku ist gleich leer. Das heißt, ich muss mich beeilen. Die restlichen Bratwurst-Heckreste noch hier rauskratzen, noch da drauf machen, schnell rumrühren, schnell probieren. Der Akku war wirklich leer, es ist einfach rausgegangen, aber ich habe ja mit meinem Adlerauge habe ich das natürlich gesehen. Hab das jetzt also alles hier drin. Wir machen das jetzt ein bisschen rum. Zum Glück habe ich direkt gleich Ersatzakku noch am Start gehabt, immer in der Hosentasche dabei. Fällt öfters mal raus, deswegen geht er auch nicht mehr. Deswegen halten die Akkus bei voller Laufzeit auch so ungefähr 2 Minuten. Gefühlt. Wir machen das jetzt auf jeden Fall hier rum zu einer köstlich deftigen Mahlzeit. Ein Bratwurst-Hecksalat. Sollte man das vielleicht in den Titel schreiben, statt Gyros-Bratwurst? Das hätte ich für ein extra Video, Junge, doppelt Klicks ziehen. Gyros-Bratwurst, alle drehen durch, Bratwurst-Hecksalat, alle rasten komplett aus, aber ihr habt das ja jetzt gehört. Wenn ihr das schön findet, schreibt mal Hashtag Bratwurst-Hecksalat unten in die Kommentare. Mal gucken, wie man das überhaupt schreibt. Ich weiß es nämlich nicht. Ich erzähle das die ganze Zeit nur. Sieht jetzt so aus. Wir haben jetzt hier auch noch einen Rest vom billigsten Toastbrot der Welt. Ja, weil das von Jahr ist. Sind 4 Scheiben, kann man dazu essen. Wir probieren mal, wir spießen mal hier an. Aber gleich eine doppelte, sonst haben wir zu viel Brot und zu wenig Bratwurst-Heck. 2 Scheiben Bratwurst-Heck. Schmeckt irgendwie jetzt säuerlich. Säuerlich und dann plötzlich brennender Rachen. Ich glaube, das ist einfach jetzt die Sriracha-Soße, die den ganzen Geschmack übertönt. Also ist natürlich jetzt auch noch kälter als eben. Keine Ahnung. Probiert es einfach mal, wenn ihr das seht. Habe ich, wie gesagt, im Netto war wahrscheinlich nur Werbung. Ich weiß nicht, ob es das trotzdem noch öfters gibt. Bis ihr das seht, gibt es das eh nicht mehr in der Werbung. Deswegen ist das sowieso immer komplett fail, dass ich euch was zeige, was ihr dann gar nicht mehr bekommen könnt. Aber vielleicht kennt das ja jemand. Wenn das von euch jemand gesehen hat, schreibt es ruhig mal rein, wie euch das schmeckt. Ich glaube wirklich, einzeln schmeckt es besser als jetzt so. Wieder mal ein richtiger Fail, denn ich merke jetzt nur noch die Soße und nichts mehr von den Würstchen. Aber egal, im Magen kommt eh alles zusammen. Und die einzelnen Geschmäcker sind auf jeden Fall okay. Obwohl ich trotzdem fand, dass das kalt halt irgendwie richtig brachial war und dann warm gemacht nicht mehr, obwohl es jetzt auch schon wieder fast kalt ist, aber der Geschmack kommt nicht zurück, der ist einfach weg. Das war es jetzt trotzdem von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.